Tag Leute, herzlich willkommen hier frisch rasiert mit einem frischen Replaycast bin ich hier heute am Start und zwar heute mit einem deutschen Gerät, dem Löwen auf Siegfriedlinie. Wie immer sehe ich das Replay zum ersten Mal zusammen jetzt hier mit euch und von daher weiß ich noch nicht, was da genau passiert, aber von den Werten her, meine Güte, geht das ab. Und ich will gar nicht lange weiter fackeln, sondern einfach reinklicken und gucken, was hier passiert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben hier die Minimap erstmal ein bisschen größer gemacht, damit wir hier ein bisschen auch was sehen können. Und wir sehen, dass der gute STN83 vom Clan QV hier mit seinem Löwen erstmal in Richtung Stadt unterwegs ist. Macht natürlich auch Sinn mit dem Löwen. Ich persönlich finde halt hier die Stelle richtig geil mit Löwe, Tiger und so weiter zum Sidescrapen. Da kann man richtig schön immer mit dem Heck raus und dann quasi da schießen in diese Ecke da so in etwa. Und es ist jetzt auf jeden Fall erstmal die Position, die der gute STN hier anfährt. Weiß aber noch nicht so genau. Genau die Position hier meine ich. Hinter diesem kleinen Wrack hier. Ganz genau. Genau so sieht's aus. Und da ist die Position, an der man dann genau auf diese Gegner richtig schön snipen kann. Der erste Treffer hat auch direkt bei ihnen einen Bouncer produziert. Also das ist genau die Ecke, wo ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne stehe mit Heavy Tanks am Anfang des Games. Man muss natürlich aufpassen und die Minimap im Auge behalten. Da kommt nämlich ganz schön was auf der Seite da. Dass man nicht von da dann quasi in die Seite und ins Heck kriegt. Ah, der entscheidet sich jetzt echt dazu, hier schon jetzt hier mitzuhelfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Centurion frisst hier aber schon ganz schön krass. T34... Ja, da kriegt er die Gun nicht richtig runter. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei den deutschen Panzern. Gun Depression haben sie meistens nicht so erfunden. Oh, da haben wir einen Panther. Panther 2. Der ging daneben. Blockt jetzt hier ein bisschen den Centurion weg. Ist hier schon ganz schön unter Druck, der Liebe. 0-4 steht es auch schon. 0-4. Alter Verwalter. Aber kriegt jetzt hier natürlich wunderschöne Schüsse da auf dem Panther 2. Da vorne ist immer noch der T-34 und der T-34-85. Ja, aber der Panther 2 muss da erstmal weg. Das macht er hier richtig. Würde ich auch so machen. Oh, wird jetzt hier gerammt. Muss deshalb neu aimen. Könnte man schon fast einen Snapshot nennen. Boah, die Ingame-Sounds sind gerade sehr, sehr laut, wenn ich das mal so richtig sehe. Machen wir mal einen kleinen Tacken leiser hier. Ah, da kommt jetzt der nächste. Oh, schöner Treffer hier. Und das ist auf Siegfriedlinie auch so eine Sache, die muss man echt erst lernen, dass man zwischen diesen Häusern da, zwischen diesen, ja, Balustraden, wie man es nennt, kann man halt wirklich, wirklich schön durchschießen. Kriegt jetzt hier wieder einen Bouncer, hat auch seinen Panzer sehr gut angewinkelt. Also das macht der STN mit seinem Löwen hier sehr gut. Der ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er wirklich große Panzerung hat. Ein bisschen Glück kommt natürlich auch noch dazu. Aber er macht das wirklich sehr gut, dass er immer mit seinem Löwen relativ gut angewinkelt da langfährt und nicht die 90-Grad-Fläche bietet. Na, geht er jetzt auf Turm oder geht der erste Kettenrad? 5 HP, alter Scheiße, 5 HP übrig gelassen. 5-8 der Spielstand, also es ist auch noch nicht raus, wer hier gewinnt. Aber er kriegt jetzt hier erstmal den T-34, den Medium-Tank, der ist auch ein One-Shot. Oh, muss aber aufpassen, das ist ein Tiger 1. Ja, den Medium jetzt wegsnappen, nur damit man den Tiger da stehen lässt, weiß ich nicht. Ja, er geht jetzt hier auch auf den Tiger. Ah, der T-34 ist weg. Und jetzt sind nur noch 8-10 der Spielstand. Also das wird hier wahrscheinlich noch was. Ich weiß ja, dass das Spiel auf jeden Fall gewonnen wird. Sonst schicken die Leute mir meistens das Replay auch nicht. spielt jetzt hier ein bisschen Einkriegezweck mit dem BZ. Snappt da nochmal schön auf den Tiger. Das ist eine Sache, die sollte man sich auch angewöhnen. So auf Panzer mit sehr, sehr wenig Panzerung, wie zum Beispiel Tiger 1. Könnt ihr wirklich... Nice. Ja, könnt ihr wirklich snappen. Gerade mit der Gun vom Löwen, der halt eine sehr hohe Penetration hat, könnt ihr wirklich rechte Maustaste auf den Tiger. Alter, da kommt von hinten noch einiges angefahren. Könnt ihr den Tiger, da braucht ihr halt nicht wirklich zielen, da könnt ihr halt einfach rechte Maustaste drauf und weiterfahren. Kriegt ihr noch einen Bouncer ab. Oh. Jetzt kriegt er da ins Heck. Entscheidet sich jetzt hier auch dazu, erstmal weiter hier den Medium rauszusnacken. Sauber. Er spielt es wirklich stark mit dem Löwen hier, finde ich. Sucht sich wirklich die Low-Life-Ziele hier raus.
arbeitet mit seiner Panzerung. Oh, jetzt hat der IS-3, na, der ist ja mutig. Ja, Ram! Ja, so läuft das. Wenn es läuft, dann läuft es. Der IS-3 rammt sich an ihm selbst tot. Oh ja, den sollte man nicht snappen, den guten Pershing. Gottes Willen, jetzt 1 gegen 1 gegen den Super Pershing. Und da kommt auch noch eine Su raus. Von hinten. Also ein bisschen Hilfe braucht der gute Mann jetzt hier, weil ansonsten wird er jetzt hier gecircelt. Alter Schwede. Der bounced an seinem Heck. Alter Schwede. Aber der T25-2 gibt ihm eine. Und jetzt wird es langsam richtig low. Ah. Der war wichtig. Der war richtig wichtig. Kriegt hier den weiteren Bouncer. Nimmt jetzt in den T25-2, denke ich mal. Yep. Nimmt den T25-2 raus. Alter Verwalter. Ich habe selten einen Löwen so effektiv bouncen sehen wie in dem Game. 4000 Damage bereits auf der Uhr. Ah. 4K Damage. Man macht jetzt hier erstmal einen Blindshot auf die Su. Was haben wir da noch? Wir haben noch einen Tiger 1 und eine Su. Der Tiger 1 war super, super low life. Ja, schöner Treffer. Ja, die Su. Er hat jetzt hier jetzt auch noch mit dem Wrack natürlich einen optimalen Punkt. Hat natürlich mit dem Wrack jetzt hier auch einen optimalen Punkt, wo er mit seinem Löwen halt Heildown stehen kann gegen die Su. Und die kommt dann halt einfach nicht mehr durch beim Löwen, wenn du halt Heildown stehst mit dem Löwen gegen die Su. Die vernascht sie einfach, aber der tut ihm natürlich auch den Gefallen und fährt einfach geradeaus. Es fährt eine Su herum, dimbidum, dimbidum. Einfach geradeaus, immer weiter, gib ihm, ey. 3 Treffer abbekommen, egal, ich fahr weiter geradeaus, das wird schon werden. Ja, und jetzt ist es nur noch ein roter Tomatentiger, den er hier noch raus snacken muss. Löwe, ne? Selten wirklich, den sieht man wirklich sehr, sehr selten so effektiv gespielt, wie er jetzt hier von STN83 gespielt wurde. Er hat es halt wirklich richtig gut gemacht mit dem Anwinkeln der Panzerung. Hat sich immer die Lowlife-Ziele rausgesucht, hat nicht lange gezögert, um auch mal einen Snapshot zu machen gegen Ziele, wo er denkt, da braucht er nicht unbedingt zielen. Alles in allem muss ich sagen, wirklich eine richtig, richtig schöne Runde hier vom STN83, die er da mit dem Löwen hingelegt hat. Und wenn wir uns das hier im Ergebnis mal angucken, dann sieht man auch Meisterabzeichen, 2700 Erfahrungspunkte, 148.000 Credits, Stahlwand, Top Gun und Großkaliber. Herz, was willst du mehr? Man sieht, der Löwe ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie sein Ruf hergibt. STN83, ich danke dir für dieses Replay. War auf jeden Fall eine richtig geile Runde, richtig geil gespielt. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Grummel. Bye, bye. Geile Runde.